Ja, nach den Ausführungen des EU-Kommissars jetzt die ganz ernsthafte Frage, ist die Netzneutralität in Europa noch zu retten? Das wird uns Barbara van Schewick beantworten. Sie ist gestern Abend aus dem Silicon Valley von San Francisco eingeflogen. Toll, dass sie da ist, auch wenn es nur ganz kurzer Deutschlandbesuch ist. Ihr Buch Internet Architecture and Innovation 2010 erschienen, ist ein ganz bahnbrechendes Buch zum Thema Netzneutralität. Ihre Veröffentlichungen und Stellungnahmen waren maßgeblich beeinflussend für die Entscheidungen der FCC. Sie berät eine Reihe von Regierungen, von Regulierungsinstitutionen, unter anderem auch BEREC, das ist der Zusammenschluss der europäischen Regulierer, Telekom-Regulierer, genau zu dieser Frage Umsetzung der Verordnung. Sie lehrt in Stanford, leitet dort das Internet, das Institut für Internet and Society, und ich sage einfach herzlich willkommen, Barbara van Schewick. Wir sind gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich habe seit 1989 in Berlin gewohnt, bis wir nach Stanford gezogen sind. Und insofern bin ich immer wieder gerne hier. Und das Timing könnte natürlich nicht besser sein. Also wir haben noch 4 Wochen bis zum Beginn der öffentlichen Konsultation zur Netzneutralität in der EU, bei der das Schicksal der Netzneutralität in Europa entschieden wird. Also ist heute wirklich der perfekte Moment, mal innezuhalten und zu überlegen, wo stehen wir, wo können wir hin, was steht eigentlich auf dem Spiel. Da fragen Sie sich vielleicht, na, ist die Netzneutralität nicht sowieso schon verloren? Im Oktober 2015 hat das Europaparlament ja per Verordnung Netzneutralitätsregeln beschlossen, die am 30. April, also am Samstag, in allen Mitgliedstaaten der EU in Kraft getreten sind. Die Verordnung verbietet das Blocken und Diskriminieren von Anwendungen und Klassen von Anwendungen und verbietet außerdem bezahlte Überholspuren im Internet. Das bedeutet, die Internet-Service-Betreiber, die uns mit dem Internet verbinden, wie die Deutsche Telekom oder Vodafone oder Unity Media, die dürfen jetzt nicht mehr das Benutzen von Anwendungen unmöglich machen, das ist Blocken. Sie dürfen keine Unterschiede technisch machen zwischen einzelnen Anwendungen oder Klassen von Anwendungen, also nicht zum Beispiel Skype verlangsamen oder ihre eigenen Internet-Videodienste schneller machen. Und sie dürfen nicht zu Inhalteanbietern sagen, hey, gebt uns doch ein bisschen Geld, dann setzen wir euch auf die Überholspur. Das sind natürlich wichtige Bestandteile eines Netzneutralitätsregimes. Aber dieses Regime hatte so viele Ausnahmen und Hintertüren, dass die drohen, die Regeln auszuhöhlen, dass am Ende die Abstimmung weiterhin als Niederlage für die Netzneutralität in Europa angesehen worden ist. Warum treffen wir uns dann eigentlich jetzt noch hier? Ist die Netzneutralität in Europa nicht schon längst verloren? Zum Glück nicht. Es gibt noch eine Chance. Und zwar hat BEREC, die Gruppe der europäischen Regulierer, bis zum 30. August den Auftrag, Leitlinien für die Umsetzung der Netzneutralitätsregeln zu schaffen. Und der Witz ist, dass die Regeln so vage formuliert worden sind, dass in vielen Bereichen unklar ist, ob sie die Netzneutralität gewährleisten oder abschaffen sollen. Und jetzt besteht noch die Chance, durch die Leitlinien diese Hintertüren und Schlupflöcher zu schließen. BEREC, das ist die Gruppe der europäischen Regulierer, und da arbeiten alle 28 Regulierungsbehörden mit, unter anderem die Bundesnetzagentur, und die müssen sich zusammensetzen und zu einer Lösung kommen. Das Problem für Europa ist, dass es natürlich wenig Prozesse gibt, die noch intransparenter sein könnten als 28 nationale Regulierungsbehörden, die sich hinter verschlossenen Türen Gedanken machen, wie es mit der Netzneutralität weitergehen soll. Das ist nicht gerade das, was die Menschen auf die Straße lockt. Und wie John Oliver so schön gesagt hat, if you want to do something evil, hide it inside something boring. Und wenn ich das Wort BEREC zu Leute benutze, dann drehen die meistens genervt die Augen und sagen, ach danke, das war wirklich interessant, jetzt möchte ich mich mal mit was Spannendem beschäftigen.
Aber dafür steht zu viel auf dem Spiel. Insgesamt in diesen drei Bereichen, Spezialdienste, Zero Rating und Verkehrsmanagement, sind so wichtige Fragen weiterhin offen, dass wir sagen können, dass die Zukunft des Internets in Europa auf dem Spiel steht. Also, worum geht's? Spezialdienste. Da besteht die Gefahr, dass auf dem Umweg über Spezialdienste das Verbot der Netzneutralitätsregeln ausgehöhlt wird, wie bezahlte Überholspuren im Internet anzubieten. Das mal auseinandergenommen. Also bis jetzt sieht das Internet ungefähr so aus, dass wenn ich in meinem Haus mit dem Internet-Service-Provider, der mich zum Internet verbindet, das Internet selbst malen wir dann meistens als so eine große Wolke. Und auf der anderen Seite ist der Internetzugangsanbieter des Inhalteanbieters, zum Beispiel die Webseite von FAZ oder von Netzpolitik. Und heute ist es so, dass jeder Nutzer seinen Internetzugangsanbieter für den Zugang zum Internet bezahlt. Also ich bezahle meinen ISP, Netzpolitik bezahlt seinen ISP. Und die Netze in der Mitte, die schieben das Geld hin und her, sodass alle Beteiligten angemessen kompensiert werden. Bei den bezahlten Überholspuren geht es jetzt um Folgendes. Da möchte mein Internet-Service-Betreiber, also in den USA ist das zum Beispiel Comcast, möchte jetzt netzpolitik.org gegen Gebühr eine Überholspur anbieten. Das bedeutet, wenn die bezahlen, dann ruckeln ihre Daten schön auf der Überholspur an allen anderen vorbei. Die Netzneutralitätsverordnung verbietet das für das offene Internet. Das ist gut. Aber das Problem ist, dass jetzt die Gefahr besteht, dass die Netzbetreiber einfach das Label Spezialdienst draufklappen und damit auf dem Umweg über die Spezialdienste dieses Verbot aushebeln. Dazu möchte ich zuerst mal ganz klar sagen, manche Leute sagen jetzt, ja, die Netzneutralitätsbefürworter, die sind alle total verrückt, die sehen überhaupt nicht ein, dass es Spezialdienste geben soll. Das ist nicht das Problem. Jeder stimmt überein, dass es für bestimmte Dienste Spezialdienste geben muss. Und zwar haben sich da ursprünglich die Regulierer überlegt, dass nicht jeder Dienst im Internet so funktionieren kann. Bestimmte Dienste haben so hohe Anforderungen, dass sie einfach im öffentlichen Internet nicht funktionieren könnten. Wir haben oft keine guten Beispiele, aber theoretisch können wir sie uns vorstellen. Und um diese Dienste nicht von vornherein möglich zu machen, gibt es eben in dem Gesetz eine Ausnahme, die sagt, unter bestimmten Voraussetzungen dürft ihr Spezialdienste anbieten, die dann nicht an die Netzneutralitätsregeln gebunden sind. Also dazu gehört dann zum Beispiel, dass man auch bestimmte Garantien, eine garantierte Verzögerung oder eine bestimmte Geschwindigkeit dem Inhalteanbieter gegen Bezahlung anbieten kann. Das ist grundsätzlich in Ordnung. Da sind wir uns auch alle einig. Das Problem besteht darin, die guten Spezialdienste von der Umgehung der Netzneutralität abzugrenzen. Also was wir nicht haben wollen, ist, dass normale Internetanbieter jetzt, die heute ganz normal im Internet ihre Anwendung anbieten, zum Netzbetreiber gehen können und sich über die Spezialdienste einen Vorteil verschaffen können. Warum ist das so ein großes Problem? Anders als in den USA hat sich die Debatte hier nicht unbedingt auf diese Frage konzentriert. Aber die Grundidee ist ganz einfach. Wenn einige Dienste bezahlen können, sodass ihre Anwendung besser funktioniert oder schneller beim Kunden ankommt, dann haben die, die nicht bezahlen können, keine Chance mehr im Wettbewerb zu bestehen. Und das wirkt sich auf ganz verschiedene Bereiche aus. Innovation, die gesamte Wirtschaft und Demokratie und Kultur. Zuerst Innovation und Wachstum. Im ursprünglichen Internet war es unglaublich günstig, neue Anwendungen zu entwickeln. Das hängt mit der Architektur des Internets zusammen. Man braucht praktisch einen Computer und Kreativität, Programmierungstalent und das war schon mehr oder weniger. Und das hat es ermöglicht, Leuten wie diesem College-Studenten für wenig Geld Anwendungen zu entwickeln, die dann später zum erfolgreichsten sozialen Netzwerk der Welt geworden sind. Das hat nicht viel Geld gekostet. Als Mark Zuckerberg angefangen hat, hat er wirklich in seinem Dormroom gesessen und $50 im Monat für einen Server bezahlt. Das können sich Leute, die nicht dauernd mit Startups zu tun haben, gar nicht so richtig vorstellen. Die sagen immer, naja, ist doch normal, dass es Geld kostet, wenn man ein neues Unternehmen gründen will. Das Besondere ist eben, im Internet war das die ganze Zeit nicht so.
und das könnte sich jetzt ändern. Wir sind besorgt, dass wenn damals MySpace hingegangen wäre und gesagt hätte, hey, Internet Service Provider, wir geben euch etwas Geld, dafür setzt ihr uns auf die Überholspur, dann hätte Facebook nie eine Chance gehabt. Facebook ist jetzt kein Einzelfall. In meinem Buch habe ich gezeigt, dass praktisch alle Anwendungen, die wir heute kennen, auf diese Art entstanden sind. Zum Beispiel Google und Yahoo wurden von Grad Students, also PhD Students in Stanford entwickelt. eBay von Leuten in ihrer Garage und so weiter. Also es ist praktisch jede Anwendung, die wir heute kennen, ist mit ganz, ganz geringen Kosten aufgekommen. Der Apache Web Server oder das World Wide Web von Nutzern, Flickr und Blogger von Leuten, die Startups, die wenig oder fast gar kein Funding hatten. Und all diese Firmen oder viele von denen haben versucht, Wagniskapital zu bekommen, aber es aus den verschiedensten Gründen eben nicht bekommen. Und alle diese Innovatoren würden wir ausschließen in Zukunft, weil sie für die Überholspur nicht bezahlen können. Da fragt man sich, warum können die nicht für die Überholspur bezahlen? Naja, Abonnementgebühren, das ist oft keine Lösung, wenn das der existierende Dienst auch keine Gebühren nimmt. Oder Werbeeinnahmen, da haben die vorhandenen oder Startups haben normalerweise sehr, sehr geringe Werbeeinnahmen. Das bedeutet, wenn man wirklich mit 50 Dollar im Monat seine Anwendung auf die Beine bringt, dann sind schon geringe Kosten für eine Überholspur so, dass man die sich nicht leisten kann. Jetzt würden manche Leute vielleicht sagen, naja, das war die schöne alte Zeit, wir kennen ja alle das Klischee von dem Innovator in der Garage, aber das hat sich ja jetzt alles schon lange geändert. Heutzutage haben wir diese großen Internetunternehmen und da ist eben wirklich wichtig unsere Erfahrung aus den USA. Wir hatten ja unser eigenes Open Internet Proceeding, wo die FCC darüber nachdenken musste, welche Regeln wir für Netzneutralität in Amerika wollen. Und da waren die ganzen großen Firmen abwesend. Die können sich leisten, für Überholspuren zu bezahlen. Das war für die jetzt kein großes Thema, für das sie sich aus dem Fenster hängen müssen. Aber dann kamen die kleinen und mittleren Startups einer nach dem anderen an und haben Kommentare eingereicht und gesagt, hier, das ist Alexis Ohanian und sein Co-Founder. Als wir Reddit gegründet haben, da waren wir zwei Leute, die gerade vom College abgegangen hatten. Wir haben über einer Pizzeria in Cambridge gelebt und hatten keine Connections und 12.000 US-Dollar in Funding. Ja, und heute ist Reddit eine Top 50 Webseite mit über 110 Millionen Besuchern im Monat und hat damit mehr Verkehrsaufkommen als CNN oder die New York Times zusammen. Und die waren nicht die einzigen. Eine Firma nach dem anderen, Tumblr, Etsy, Kickstarter, also sozusagen die nächste Generation der Internetunternehmen in den USA haben gesagt, ja, wir Tumblr, wir hatten 1 Million Nutzer, bevor wir unseren 10. Mitarbeiter eingestellt haben. Und sie sagten also, das funktioniert immer noch so. Und jede Menge kleine Firmen, von denen Sie wahrscheinlich noch nie was gehört haben, haben gesagt, als wir gestartet wurden, da hatten wir 50 Dollar im Monat, die uns das gekostet hat. Das bedeutet, das ist immer noch, wie das Internet funktioniert. Und wenn wir uns entscheiden, Überholspuren einzuführen, dann verlieren wir die Kreativität und die Diversität, die diese kleinen und mittleren Unternehmen mit an den Markt bringen. Ich finde es manchmal ironisch, wie das in Europa gesehen wird. Da kommt sozusagen ein Politiker nach dem anderen im Silicon Valley an. Ich kann das ja dann aus nächster Nähe beobachten und fragt immer, ja, wie macht ihr das denn, dass ihr Innovation fördert? Wie können all die Startups hier so weiterhin existieren? Und dann erzählen wir ihnen das alles und Netzneutralität, ganz wichtig. Und dann drehen sie sich um und sagen, naja, also in Europa, wir haben eh keine Startups. Was wirklich wichtig ist, dass wir die Netzinfrastruktur fördern und dafür muss man ja den Telekom-Unternehmen die Möglichkeit geben, wieder Geld zu geben. Aber man muss schon ganz klar sehen, wenn in Europa bezahlte Überholspuren zugelassen werden, dann zementiert das nur die Marktmacht der amerikanischen großen Internetunternehmen. Google, Facebook, Netflix, die können sich das alles leisten mit der Überholspur. Aber wer den Bach untergeht, das sind die europäischen Startups.
und natürlich auch die amerikanischen. Und das bedeutet, man muss sich gut überlegen, was man will. Jetzt höre ich immer wieder, wenn dann mal gerade die Deutsche Telekom sagt, ja, ist ja alles kein Problem, wir würden euch gerne eine Überholspur gegen ein paar Prozent Umsatzbeteiligung anbieten, dann schreien alle laut auf. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Startups und Leute, die in diesem Bereich aktiv sind, wirklich nochmal mit den Politikern reden. Denn ich kann nur sagen, die nicken immer alle ganz freundlich und wenn dann das Gespräch fast zu Ende ist, dann sagen sie, ja, aber jetzt sind wir uns doch mal ganz einig, wir haben doch in Europa sowieso keine Startups. Und diesen Eindruck muss man eben überwinden. Das zweite Gegenargument ist oft, dass Leute sagen, ja, jetzt macht man hier nicht solche Panik, das müsst ihr alles ganz locker sehen, denn zum Beispiel können ja die wirklich erfolgsversprechenden Startups dann mit Wagniskapital die Überholspur bezahlen. Das haben in Amerika auch viele gedacht. Bis dann die Wagniskapitalgeber sich eingeschaltet haben und gesagt haben, Leute, ihr versteht echt nicht, wie wir funktionieren. 98% aller Startups gehen den Bach runter. Wir investieren nicht, wenn jemand mit seiner guten Idee zu uns kommt. Wir sagen, geh mal zum Markt sozusagen, realisiere deine Idee. Das geht ja auch ohne Finanzierung, weil es zu billig ist. Wenn du 1 Million Nutzer hast, dann kannst du wiederkommen. Das bedeutet, die Wagniskapitalgeber benutzen den Markt und die geringen Markteintrittsbarrieren als ein Screening-Device. Wenn eine Firma 1 Million Nutzer hat, dann wissen sie zwar noch nicht, wird die Firma ein bezahlbares Geschäftsmodell bekommen oder ist die Technologie skalierbar, aber sie wissen schon mal, dass Nutzer diese Anwendung wirklich haben wollen. Und damit hat sich das Risiko massiv reduziert. Aber da sagen die Wagniskapitalgeber, wenn ihr uns praktisch zwingt zu investieren, wenn wir noch gar nicht wissen, wie es am Markt weitergehen wird, dann ist uns das Risiko zu hoch. Wir wollen nicht 98% unseres Geldes einfach in den Abguss spülen. Und dann sagen sie, ihr müsst uns das auch nicht einfach nur so glauben. Schaut euch an, was im Bereich von Musikstreaming-Diensten passiert. Da ist es in Amerika jedenfalls so, dass man sehr hohe Lizenzgebühren zahlen muss, bevor das Produkt auf den Markt kommt. Und da sagen die Wagniskapitalgeber, schaut euch doch mal um, wer Musikstreaming-Dienste macht. Das ist Google, das ist Amazon, das ist Apple, all die großen Firmen mit viel Geld in der Tasche. Aber Wagniskapitalgeber investieren da nicht. Das ist ganz klar, weil sie eben nicht diese hohen Kosten haben wollen, wenn sie noch gar nicht wissen, wie es mit dem Unternehmen weitergehen wird. Das bedeutet, die Wagniskapitalgeber werden uns nicht retten. Und in Europa schon gar nicht, wo die Wagniskapitalgeber-Szene ja viel weniger entwickelt ist als in den USA. Dann kommt das zweite Argument, das hört man auch oft von Herrn Oettinger, der ja gerade da war. Ja, aber da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, wir haben da eine ganz tolle Sicherung in unser Gesetz eingebaut. Und zwar sagt doch das Gesetz, dass die Spezialdienste nicht zulasten des generellen, der Qualität des generellen Internets gehen dürfen. Das hört sich erstmal ganz gut an, wenn man dann denkt, naja, die Startups, die können dann erstmal auf in das normale Internet gehen, da ist ja die Qualität gut. Und wenn sie dann erfolgreich sind, dann können sie auch bezahlen und dann sozusagen zur Überholspur aufsteigen. Auch das hat in Amerika am Anfang viele bewegt, dass das vielleicht eine Lösung ist. Der Chef der amerikanischen Regulierungsbehörde sagte immer, bei uns gibt es nicht Fast Lanes und Slow Lanes, bei uns gibt es nur Fast und Faster Lanes. Naja, und auch da haben die Firmen sich wieder gemeldet und gesagt, Leute, ihr versteht nicht so richtig, wie das funktioniert. Unsere Studien zeigen eindeutig, dass schon Verzögerungen von wenigen hundert Millisekunden beeinflussen, wie lange Leute auf unserer Website bleiben, wie viel Geld sie da ausgeben und ob sie wiederkommen. Das bedeutet, es ist völlig egal, wie gut der generelle Internetzugang ist. Sobald es eine Überholspur gibt, die schneller geht, haben die im normalen Internet keine Chance. Und die im normalen Internet haben eben dann weniger Nutzer, weniger Verkaufseinnahmen und weniger Werbeeinnahmen und können damit letztlich im Wettbewerb nicht bestehen. Dann kommt natürlich noch dazu, dass niemand wirklich weiß, wie man sicherstellen soll, dass der generelle Internetzugang eine gute Qualität hat. Denn wie wir auch bei uns festgestellt haben,
niemand weiß so richtig, wie man das definieren soll. Und das kommt jetzt gerade in dem europäischen Regulierungsverfahren auch wieder hoch, dass die Regulierer sich am Kopf kratzen und sagen, naja, wie machen wir das denn überhaupt? Und die Netzbetreiber stehen natürlich schon auf der Matte und sagen, ja, also dieses mit der allgemeinen Qualität des Internetzugangs, das muss man ja mal realistisch sehen. Das bedeutet natürlich nur generell, also wenn es immer mal wieder hier oder da so eine kleine negative Folge für den normalen Internetzugang gibt, dann sollte das doch kein Problem sein. Und das erfinde ich jetzt nicht hier so, sondern das haben die Internetzugangsbetreiber in ihren Einreichungen zu BEREC so schriftlich niedergelegt. Das bedeutet, weder die Wagniskapitalgeber noch die generelle Qualität des Internetzugangs werden uns vor den Problemen der bezahlten Überholspuren bewahren. Und das bedeutet, wir brauchen wirklich eine Klarstellung in den Leitlinien, die auch vereinbar ist mit der Regulierung, die sagt, also normale Internetanwendungen, die im normalen Internet nicht funktionieren, die qualifizieren sich nicht für einen Spezialdienst. Sondern Spezialdienste sind wirklich nur für die Anwendungen da, die im normalen Internet einfach nicht funktionieren könnten. Innovation und Wirtschaftswachstum sind nicht die einzigen Probleme, die wir haben mit bezahlten Überholspuren. Letztlich wird die gesamte Wirtschaft unter solchen Spezialdiensten leiden. Und das hängt damit zusammen, dass inzwischen praktisch jede Firma eine Internetfirma ist. Fast jede Firma hat Sachen im Internet, mit denen sie mit den Kunden Kontakt aufnimmt. Und hier sind sowohl die großen als auch die kleinen Firmen betroffen. Für die großen Firmen besteht das Problem, sie können sich zwar die Überholspur leisten, aber die Netzbetreiber haben, was wir ein sogenanntes Terminierungsmonopol nennen. Das bedeutet, wenn jemand zu mir kommen möchte, dann müssen sie durch meinen Netzbetreiber gehen. Und das gibt meinem Netzbetreiber ein Monopol über Zugang zu mir. Das ist unabhängig davon, wie viel Wettbewerb wir im Markt haben. Und das bedeutet, die Netzbetreiber würden Monopolpreise für die Überholspur verlangen. Und die geben die großen Firmen dann natürlich an ihre Kunden in Form höherer Preise weiter. Gleichzeitig werden die kleinen und mittleren Unternehmen, die sich die Überholspur nicht leisten können, wieder vom Markt ausgeschlossen. Und das bedeutet, das, denke ich, ist für Europa eigentlich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, denn wir leben ja gerade von der Wirtschaftsleistung der kleinen und mittleren Unternehmen. Ja, die kleine Pension im Schwarzwald hat keine Chance, wenn Expedia auf der Überholspur ist. Oder der Sprachlehrer, der über das Internet seine Dienste anbietet, wenn Berlitz die Videos auf die Überholspur macht, dann sieht der Sprachlehrer alt aus. Also auch hier ein Problem für die gesamte Wirtschaft, nicht nur für den Technologiesektor. Na und zuletzt da kommt dann natürlich Kultur und Demokratie. Das hier ist Issa Rae. Issa Rae ist eine amerikanische Schauspielerin und eine Writer, die in Stanford zur Uni gegangen ist und nach der Graduierung eine Idee für eine Fernsehserie hatte. Und sie hat dann also mit Producern und Producern gesprochen und alle sagten, nee, das will keiner sehen, das ist irgendwie zu schwarz und nee, also der Charakter ist so komplex. Naja, und weil es halt so wenig kostet, hat sie dann auf eigene Faust ihre Show gedreht und auf YouTube gestellt. The Misadventures of an Awkward Black Girl ist das genannt und es ist ein Riesenerfolg geworden. Die erste Episode ist von mehr als zwei Millionen Zuschauern gesehen worden. Critically acclaimed, wo die Leute gesagt haben, hier sehen wir mal einen Teil vom schwarzen Leben, den wir sonst so im Fernsehen nicht sehen. Und sie hatte Anfang 2015 schon über 180.000 Subscribers in ihrem YouTube-Channel und mehr als 200 Millionen Zugriffe, Leute, die ihre Show gesehen haben. Und das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, für das Potenzial des Internets. Wir kennen das ja noch von der Welt vor dem Internet. Wenn man was sagen wollte, dann musste man entweder das durch die Zeitung tun oder durchs Fernsehen oder durchs Kino. Das haben nur wenige geschafft. Und im Internet kann man halt mit ganz geringen Kunden direkt mit ganz geringen Kosten direkt zu den Nutzern kommen. Und in den USA haben wir auch direkte Zahlen, die belegen, wie wichtig das ist. Also zum Beispiel, es gibt Studien, die zeigen, dass im normalen Fernsehen in den 10 Top-Rated-Shows von 2010 bis 2013
die Latinos 0% der wichtigsten Schauspieler hatten, 2,8% der Direktoren, 1,7% der Producers. Und so ähnlich sehen die Statistiken für die Top 10 Movies aus. Aber wenn man sich die Top 200 YouTube-Channels anguckt, mit den meisten Zuschauern, dann stellt man fest, dass 17,5 dieser Top 200 YouTube-Channels Inhalte zeigen, die von Latinos erzeugt worden sind. Und interessanterweise ist 17-18% gerade der Anteil der Latinos an der amerikanischen Bevölkerung. So besser kann man die Macht des Internets unterrepräsentierten Gruppen eine Stimme zu verleihen, nicht beweisen. Jetzt ist natürlich so, dass wir in Europa vielleicht sagen, naja, was interessieren uns die Latinos? Aber es gilt natürlich für jede Menge andere Gruppen. Es gilt für die Aktivisten in allen Bereichen des Lebens. Deshalb ist in den USA Greenpeace ein ganz entscheidender Verfechter der Netzneutralität. Die Schwulen- und Lesbenbewegung, die alle gestützt auf das Internet für ihre Ziele kämpfen und sagen, wenn wir nur durch die Zeitung und durch das Fernsehen gehen müssten, hätten wir nie eine richtige Chance gehabt. Künstler, Medien, Blogger, Glaubensgemeinschaften. In den USA hat sich richtig eine Koalition von Glaubensgemeinschaften gebildet und selbst die katholische Kirche, das Äquivalent der Deutschen Bischofskonferenz, hat sich für Netzneutralität eingesetzt. Ich glaube, das sind Bereiche, die bei uns in Europa noch gar nicht so unbedingt angekommen sind, weil bei uns unter Umständen noch nicht jeder so weit im Netz ist, dass er überhaupt sieht, was da die Gefahr ist. Meine Kirchengemeinde in Berlin, die hat eine Mailingliste und eine Webseite. Die denken nicht über Fastlanes nach. Aber in Amerika, da werden die Predigten übers Internet übertragen, die machen Bibelstunden im Internet und die sehen natürlich sofort, welche Folgen das hätte, wenn sie nur noch auf der langsamen Spur dahin kommen würden. Schließlich haben wir noch das Problem, dass der Kollateralschaden von Überholspuren groß ist. Inhalteanbieter haben umso mehr den Anreiz, für die Überholspur zu bezahlen, je schlechter die Qualität des normalen Internets ist. Und das bedeutet, die Netzbetreiber haben ein Interesse, letztlich die Geschwindigkeit zu verlangsamen, sodass es sich richtig lohnt, für Überholspuren zu bezahlen. Wie ich schon gesagt habe, haben wir natürlich die Idee oder die Vision, dass das Gesetz das verhindern soll, weil wir diese Sicherung eingebaut haben, dass das Angebot von Überholspuren nicht zulasten der Qualität im Internet gehen soll. Aber grundsätzlich ist das halt ein sehr wackeliger Schutz und da müssen wir auch immer besorgt sein. Aus all diesen Gründen, also Innovation und Wirtschaftswachstum, Schaden für die gesamte Wirtschaft und diese massiven Auswirkungen auf Kultur und Demokratie, denke ich, ist es absolut essentiell, dass wir verhindern in den Richtlinien, dass normale Anbieter von Internetanwendungen, die im öffentlichen Internet funktionieren, durch die Spezialdienste sich eine Überholspur kaufen könnten. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist Zero Rating. Das ist im Moment eins der heißesten Themen in der Netzneutralität überall auf der Welt. In den USA kämpfen wir da gerade drum. In Indien hat es gerade eine riesige Konsultation gegeben. Die lateinamerikanischen Regulierer denken darüber nach. Also was ist das überhaupt? Bei Zero Rating geht es darum, dass man bestimmte Anwendungen nicht auf das Datenvolumen des Anwenders anrechnet. Also es bedeutet, wenn ich jetzt einen Mobilfunkvertrag habe zum Beispiel, dann habe ich ein bestimmtes Datenvolumen, vielleicht 1 GB. Und normalerweise, wenn ich irgendeine Anwendung benutze, dann zählt die gegen mein Datenvolumen und irgendwann ist das weg und dann muss ich halt entweder extra Gebühren zahlen oder werde auf eine super langsame Geschwindigkeit gedrosselt. Wenn jetzt eine Anwendung gezero-rated wird, dann kann ich die ohne Belastung meines Datenvolumens nutzen. Jetzt stellt sich die Frage, was sollen wir denn darüber denken? Und da sind die Netzbetreiber mal sehr schnell zu sagen, naja Leute, das ist ja was ganz, ganz anderes als die technische Diskriminierung. Denn wenn ihr mal guckt, die Pakete werden ja weiterhin gleich behandelt. Das gezero-ratete Paket und das Paket, das gegen das die Volumenobergrenze zählt, die kommen genau mit der gleichen Geschwindigkeit zum Kunden. Also haben wir damit überhaupt kein Problem. Aber das ist nicht der richtige Ansatz.
Wir wissen, dass Zero Rating die Anwendung, die davon getroffen wird, viel attraktiver macht. Und das bedeutet, Zero Rating ist letztlich nur ein anderes Mittel, mit dem ein Internet-Service-Betreiber Anwendungen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Und damit schafft es genau die gleichen Probleme wie technische Diskriminierung. Und das bedeutet, wir können das tollste Netzneutralitätsregime haben, das technische Diskriminierung verbietet. Wenn wir die gleichen Folgen über Zero Rating erzeugen können, dann haben wir letztlich unser Netzneutralitätsregime ausgehebelt. Was heißt das im Einzelnen? Wir haben inzwischen jede Menge Daten, die zeigen, dass Zero Rating ganz deutliche Auswirkungen auf das Nutzerverhalten hat. Da gibt es verschiedene Studien aus den USA, die zeigen, dass Nutzer sagen, naja, wir sind 74% eher geneigt, eine Anwendung zu benutzen, die unsere Datenobergrenze nicht belastet. Oder das Online-Magazin Slate hat ein Experiment gemacht, da haben sie denselben Podcast den Nutzern angeboten. Die eine Gruppe bekam es ohne Belastung des Datenvolumens und die andere normal wie immer. Die Leute, die den Podcast gezero-rated hatten, haben 61% öfter auf den Podcast gedrückt. Das ist also ein massiver Wettbewerbsvorteil. Manchmal sehen wir sogar eine direkte Einschränkung. In den USA gibt es zum Beispiel jetzt das Binge-On-Programm, da nimmt T-Mobile die Videostreaming-Anbieter, die Teil des Programms sind, von der Anrechnung auf das Datenvolumen aus. Und ich habe das mal ausgerechnet, wenn man da auf dem normalen Einstiegsplan ist, der erste Plan, der sich für Binge-On qualifiziert, dann kann man für die Binge-On-Anbieter Unlimited Video gucken, aber für die, die nicht im Programm sind, hat man schon die Datenobergrenze aufgebraucht, wenn man nur 9 Minuten pro Tag Video guckt. Das bedeutet, ich kann Unlimited Netflix gucken oder 9 Minuten pro Tag von den kleinen Anbietern, die noch nicht Teil des Programms sind. Das ist also keine echte Wahl mehr. Und insgesamt gibt es damit genau die Probleme, die wir sonst auch für technische Diskriminierung haben. Jetzt haben wir gerade über die Probleme mit technischen Überholspuren gesprochen. Jetzt kann ich dasselbe Problem erzeugen, indem ich einfach Zero Rating gegen Gebühr anbiete. Das haben wir in den USA inzwischen. Da bieten AT&T und Verizon, die zwei großen mobilen Mobilfunknetzbetreiber, bieten allen Firmen an, ihnen gegen einen Geldbetrag die Anwendung von dem Datenvolumen auszunehmen. Naja, das ist natürlich ein Problem. Wenn Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen nicht für die Überholspur bezahlen können, können sie natürlich auch nicht für Zero-Rating bezahlen. Genauso gilt es für die Kirchen und die Bibliotheken und die Unis und all die anderen Leute, um die wir uns da Sorgen machen. Das bedeutet, wenn wir zwar bezahlte Überholspuren verbieten, aber Zero-Rating gegen Gebühr zulassen, dann haben wir genau dieselben Probleme für Innovation, Wirtschaftswachstum, Demokratie und Kultur, die wir gerade vermeiden wollten. Dann geben wir uns viel Mühe, die Diskriminierung gegen einzelne Anwendungen zu verbieten. Also die Telekom, der Telekom ist nicht erlaubt, ihre eigene Videoanbietung auf die Überholspur zu setzen, ohne Bezahlung. Oder zu sagen, hey Netflix, ich finde dich cool, ich setze dich mal auf die Überholspur. Oder ich verlangsame Anwendungen, die mir nicht gefallen, wie Skype. Ist alles verboten. Wenn wir jetzt aber dasselbe Ergebnis erlauben, indem wir das Zero-Rating einzelner Anwendungen ohne Gebühr zulassen, dann haben wir nichts gewonnen. Auch hier gibt es in Europa viele Beispiele. In vielen europäischen Staaten nehmen die europäischen Mobilfunkanbieter ihre eigenen Videoanwendungen von dem Datenvolumen aus. Und hier hat Digital Fuel Monitor mal ausgerechnet, wie dann die Situation für den Nutzer aussieht. Man kann also entweder unbegrenzt das Fernsehen von Hutchinson 3 angucken, aber nur 5 Stunden im Monat von anderen normalen Videoanbietern ansehen und dann hat man sein Datenvolumen aufgebraucht. Und das nur, wenn man nichts anderes macht, als die ganze Zeit nur Video zu gucken. Das bedeutet, man hat damit eine totale Wettbewerbsverzerrung. In dem Mobilfunknetz haben die unabhängigen Videoanbieter praktisch keine Chance. Wir haben dasselbe Problem mit Cloud-Storage-Anwendungen, die in Europa viel gezero-rated werden. Und da habe ich eben oft als Nutzer einfach keine Wahl mehr.
Und das ist genau dasselbe Problem, ein Kernproblem der Netzneutralität. Wir wollen, dass die Nutzer entscheiden, welche Anwendungen im Internet erfolgreich sind und nicht gezwungen werden, das zu nehmen, was ihnen der Netzbetreiber großmütig vorwirft. Und diese Wettbewerbsverzerrung, dass der Internet-Service-Betreiber durch solche Sachen wie Zero-Rating oder technische Diskriminierung über Erfolg und Misserfolg im Netz entscheiden kann, das ist ja gerade, was Netzneutralitätsregeln verhindern sollen. Dann gibt es noch den letzten Fall. Wie die meisten wissen, verbieten die Netzneutralitätsregeln auch die Diskriminierung gegen alle Anwendungen einer Klasse. Also die Idee da ist, dass es natürlich für den einzelnen Anbieter jetzt nicht besser ist, wenn er als Teil einer Gruppe verlangsamt wird. Die Probleme für Wettbewerb und Innovation sind da weiter da. Und auch als Nutzer hilft es mir natürlich nicht, wenn all die Anwendungen, die ich unter Umständen benutzen wollte, verlangsamt werden. Aber das ist in Bezug auf Zero Rating der Fall, wo die Leute so die gemischte Gefühle haben. Und zwar geht es da um den Fall, dass man der ISP sagt, ich nehme alle Anwendungen einer Klasse von dem Datenvolumen, der Anrechnung auf das Datenvolumen aus und ihr müsst auch nicht dafür bezahlen. Das macht eben T-Mobile zum Beispiel mit Bingeon. Da sagt T-Mobile, jeder Videoprovider, der unsere einfachen technischen Anforderungen erfüllt, der kann Teil unseres Programms werden. Und da sagen die Leute erstmal, naja, das hört sich ja schon besser an, als wenn nur ein einzelner Dienst gezero-rated wird. Hier hat wenigstens jeder eine Chance dabei zu sein. Da gibt es wenigstens keine Wettbewerbsverzerrung zwischen den Videodiensten. Und dadurch, dass niemand dafür bezahlen muss, schadet man auch nicht von vornherein den kleinen und mittleren Unternehmen und den Startups. Insofern haben viele erstmal gedacht, ach, das können wir eher entspannter betrachten, bis wir dann mal genauer auf die technischen Guidelines geguckt haben. Und da stellt sich heraus, es ist eben nicht so trivial, Teil von Bingeon zu werden. Wenn man bestimmte Protokolle benutzt, wie UDP, das ist ein Programm, ein Protokoll, das oft von innovativen Videoanwendungen benutzt wird, dann muss man erstmal mit T-Mobile verhandeln. Dann sagen die, naja, da müssen wir erstmal gucken, ob das so geht und dann müsst ihr vielleicht Veränderungen an eurer Anwendung vornehmen, damit wir euch ordentlich erkennen können. Oder wenn die Videodienste verschlüsselt sind, was inzwischen ja viel mehr stattfindet, auch dann kann man nicht einfach so auf Anhieb Teil von Bingeon werden. Und das erzeugt Probleme. Zum Ersten hat man plötzlich die Situation, dass jetzt zum ersten Mal der Videoanwender seine Anwendung anpassen muss, sodass sie mit T-Mobiles Bingeon-Programm funktioniert. Und manche kleinen und mittleren Unternehmen haben dafür gar nicht die Ressourcen. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Wenn viele Anwender in das Programm rein wollen und T-Mobile muss mit jedem Einzelnen arbeiten, dann kann sich T-Mobile nicht um alle gleichzeitig kümmern. Wir haben das gesehen an dem Programm Music Freedom. Das ist T-Mobiles gleichwertiges Programm für Music-Streaming-Anwendungen. Das hier ist Rusty Hodge. Das ist der Gründer und Chef von einer ganz berühmten Indie-Station, Radio-Station in San Francisco, Soma FM. Und der macht also er alleine mit verschiedenen Freiwilligen, machen eine sehr, sehr erfolgreiche, unabhängige Radiostation, die ist regelmäßig auf die Top 5, Top 10 Listen der tollsten unabhängigen Radiostationen schafft. Also eine wirklich bekannte, erfolgreiche Station. Das ist Tim Cook, wisst ihr alle, ist der CEO von Apple und Apple macht Apple Music. Wie haben deren Erfahrungen mit T-Mobile ausgesehen? Rusty Hodge hat sich bei T-Mobile gemeldet, an dem Tag, an dem Music Freedom auf den Markt gekommen ist. Anderthalb Jahre später sind sie in das Programm aufgenommen worden. Apple ist aufgenommen worden, einen Monat, nachdem Apple Music auf den Markt gekommen ist. Das bedeutet, wenn es so viele Probleme gibt, dass die einzelnen Anwendungen alle mit T-Mobile arbeiten müssen, dann muss T-Mobile priorisieren, mit wem sie zuerst arbeiten. Und da ist es ja nachvollziehbar, dass sie sich erstmal auf die großen, bekannten Anwender konzentrieren. Aber die kleinen Anwender fallen dann natürlich hinten runter. Manche kleinen Anwendungen haben überhaupt nicht von T-Mobile zurückgehört. Und das bedeutet, dass auf die Dauer, obwohl es sich so offen anhört, diese Programme immer wettbewerbsverzerrend bleiben werden, weil nur ein Teil der Anwender auf die Dauer in diesen Programmen drin ist.
Wir sehen das bei Music Freedom. Die sind inzwischen bei über 40 Music Streaming Anwendungen. Das ist natürlich ganz cool, bis man feststellt, dass es in Amerika mehr als 2000 Online-Radio-Stations gibt. Das bedeutet, 44 von 2000 sind da drin, profitieren von dem Programm und der Rest eben nicht. Das bedeutet, letztlich haben auch diese Programme, obwohl sie erstmal weniger schlimm aussehen, ganz massive Folgen für kleinere und mittlere Unternehmen. Insgesamt hat Zero Rating grundsätzliche Probleme, über die wir wirklich besorgt sein müssten. Eine Sache, die im Internet so toll war, war diese Idee von Innovation ohne Erlaubnis. Das bedeutet, ich schreibe meine Anwendung einmal und dann funktioniert sie überall auf der ganzen Welt. Diese Zero-Rating-Programme verändern das. Jetzt muss ich plötzlich mit ISPs in der Welt verhandeln und meine Anwendung anpassen, um dann Teil dieser Programme zu sein und auf gleicher Ebene mit den anderen im Wettbewerb bestehen zu können. Das ist so, als wenn die Hersteller von elektrischen Geräten für jeden Bundesstaat in den USA ein neues Gerät entwickeln müssten. Das lässt sich letztlich nicht machen. Es setzt dieselben perversen Anreize wie bezahlte Überholspuren. Wann finden Leute zero-ratete Anwendungen attraktiv? Na, wenn die Datenobergrenzen niedrig sind. Die Staaten in Europa, die viel Wettbewerb haben und hohe Volumenobergrenzen, da will keiner mit dem Zero-Raten anfangen. Aber Staaten wie Deutschland, wo man irgendwie bei 1 Gigabyte rumkrepelt, da fühlen die Nutzer natürlich das Problem ganz besonders. Und da ist dann unter Umständen ein Anbieter auch mal eher bereit zu sagen, naja, dann bezahle ich halt, damit die Nutzer meine Anwendung nutzen können. Das bedeutet, wenn wir Zero Rating zulassen, dann erzeugen wir einen Anreiz, die Datenobergrenzen niedrig zu halten, weil man davon dann profitiert, dass man dann wieder die Ausnahme von der Obergrenze bezahlen kann. Gleichzeitig haben wir gesehen, in den Niederlanden, wo dann der Regulierer Zero-Rating verboten hat, da hat dann KPN das Datenvolumen zu denselben Preisen verdoppelt, weil sie eben wollten, dass man auch ihre eigene Internet-Video-Anwendung benutzen konnte. Na und die Grundfrage, wer bestimmt, wie wir das Internet nutzen, ist natürlich eine ganz zentrale Grundfrage der Netzneutralität. Und hier entscheiden die ISPs. T-Mobile sagt, Musikanwendungen, die sind raus. Was ist mit Podcasts? Die Nutzer sagen ja, wir würden aber auch gerne Informational Podcasts gucken. Aber T-Mobile hat sich entschieden, ich gebe euch zwar all diese Bandbreite, aber ihr dürft sie nur für die Anwendungen nutzen, die im Programm sind. Das ist eine massive Aufbrechung des Grundsatzes, dass wir die Bandbreite bekommen und wir bestimmen, wie wir das Internet nutzen können. Das bedeutet, wenn wir zwar die technische Diskriminierung verbieten, aber das Zero-Rating erlauben, dann haben wir letztlich nichts gewonnen. Letzter Punkt, Verkehrsmanagement. Da will ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Da sind die Grundlagen in der Regulierung gut angelegt. Ich sage praktisch, das Default ist anwendungsagnostisches Netzwerkmanagement. Das kann ich bei den Fragen und Antworten erklären, wenn das jemand gerne hören möchte. Aber das Entscheidende, was Sie mitnehmen sollten, ist, dass es da folgendes Problem gibt. Die Regulierung sagt, man kann auch Differenzierungen zwischen Verkehrskassen vornehmen auf Grundlage unterschiedlicher technischer Merkmale. Und das hört sich oft so unschuldig an. Naja, wenn man unterschiedliche technische Merkmale hat, dann ist es ja vielleicht nicht so schlimm, wenn der ISP da diskriminiert. Aber letztlich zeigt sich, dass auch diese Verkehrsmanagementmaßnahmen massive Probleme für Innovationen, den Wettbewerb und Nutzer, das Wahlrecht der Nutzer haben. Das können wir gerne hinterher besprechen. Wie gesagt, die Grundlagen in der Richtlinie sind da, dass sie sagen, man muss grundsätzlich anwendungsagnostisch die Netze managen. Machen wir in Amerika seit vielen Jahren, das funktioniert auch sehr gut. Und nur wenn das scheitert, darf man auf diese anderen Verkehrsmanagementmaßnahmen zurückgreifen. Das bedeutet, der Ball ist jetzt bei BEREC. Das ist ein echtes Problem. Denn die Staaten, die sich im Rat der EU gegen Netzneutralität eingesetzt haben, die sitzen natürlich jetzt auch bei BEREC wieder am Tisch. Und dann kommt noch dazu, dass viele der europäischen Staaten weiterhin große Aktienpakete ihrer eigenen ISPs halten.
Das bedeutet, wie John Oliver das so schön für unseren Chairman gesagt hat, das ist so ein bisschen, als würde man den Dingo als Babysitter einstellen. Dingos essen Kinder. Und das bedeutet, wir können also nicht ohne weiteres darauf vertrauen, dass die Regulierer schon alles richten werden, sondern wir müssen uns einsetzen. Und die öffentliche Konsultation, die Anfang Juni beginnt, ist wirklich der Moment, wo alle Leute, denen Netzneutralität wichtig ist, eine Einreichung machen müssen und sagen, hier, das ist, wie Überholspuren im Netz mich beeinflussen würden. Hier ist, warum wir die schädlichen Formen von Zero Rating verbieten müssen. Das bedeutet, es steht eine Menge auf dem Spiel, aber wir können es noch retten und das geht uns alle an. Vielen Dank. Jetzt die Möglichkeit einer Rückfragerunde. Die Mikros sind greifbar. Wer möchte? Hier vorne bitte. Hallo, Felix Franke, Student aus Nürnberg. Sie haben vorhin gesagt, dass Spezialdienste dann erlaubt bleiben können, wenn sie im Internet, im offenen Internet nicht funktionieren können. Aber woher wissen wir das, dass es der Fall sein wird, auch in der Zukunft? Und vor allem, wer entscheidet das am Ende? Weil Anwendungen wie Skype für Videotelefonie, da hat vorher auch quasi gegolten, das kann nicht funktionieren, Live-Videoübertragung von zwei privaten PCs übers Internet, das wird niemals funktionieren. Am Ende hat man sich für eine Peer-to-Peer-Lösung erstmal entschieden und die hat dann plötzlich funktioniert und Skype ist ein Wahnsinnserfolg geworden. Also wer entscheidet es und muss man da vielleicht dann auch immer wieder nachsteuern und wer steuert nach? Also ich finde, natürlich haben Sie da den Finger sofort in die Wunde gelegt. Ja, das ist ja sprichwörtlich diese Sache, wenn man Anfang 2000 gesagt hat, wir würden gerne Internettelefonie im richtig offenen Internet machen, da haben alle gesagt, das geht sowieso nicht, dafür braucht man ja gesicherte Qualitätsstandards. Und heute sehen wir, das ist so nicht. Also ich sehe das Problem total. Andererseits will ich auch nicht ausschließen, dass es diese Dienste gibt, für die wir wirklich diese besonderen Maßstäbe brauchen. Ich finde, dass von denen, die ich gehört habe, die Operation, die ferngesteuert vorgenommen wird, da habe ich jetzt wirklich kein Problem mit, wenn die Datenpakete eine besondere Behandlung bekommen. Ich finde, letztlich vermischen sich da zwei Fragen, denn bei vielen von den Spezialdiensten geht es ja gar nicht darum, dass die beim Zugang zum Endkunden auf der letzten Meile angeboten werden sollen. Letztlich habe ich keine gute Antwort dafür, kann ich nur sagen, der Regulierer hat da eine hohe Verantwortung, aber ich glaube auch nicht, dass die Antwort ist, dann zu sagen, na dann verbieten wir das einfach alles. Allerdings möchte ich noch eins sagen, ich denke grundsätzlich, dass viele der Dienste, über die heute gesprochen wird, sich mit einer Art von Quality of Service lösen ließen, die meiner Meinung nach mit der Netzneutralität vereinbar ist. Nämlich eigentlich könnte man durchaus im Netz verschiedene Diensteklassen anbieten, aber den Nutzern überlassen, ob und wann sie die benutzen wollten. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Skype angucke, normal ist mir nicht so wichtig, wenn es ab und zu mal ein bisschen ruckelt oder ich mal den anderen nicht gut hören kann. Aber wenn ich vielleicht eine Rede über Skype halte oder was in den USA oft vorkommt, ein Bewerbungsgespräch über Skype mache, dann fände ich es vielleicht nicht so schlecht, wenn ich für ein paar Minuten da eine geringere Verzögerung dazu kaufen könnte. Also insofern glaube ich eher, wenn wir diese Wege eröffnen, das ist die Richtung, in die wir die Leute bringen sollten. Und dann haben eben die Nutzer das Recht von dieser oder die Möglichkeit von diesen zusätzlichen Fähigkeiten zu profitieren und es ist nicht auf wenige Unternehmen mit viel Geld beschränkt. Weitere Fragen bitte? Sehe ich im Moment nicht. Doch, Entschuldigung. Guter Meier-Hahn, schönen guten Tag. Mich interessieren Content Delivery Networks und Caches in Netzwerken. Das ist so ein Bereich, da wird wenig drüber gesprochen bei Netzneutralität und es ist wirklich eine Lernfrage. Wenn Netzwerke heute
anderen Netzwerken, zum Beispiel Content Delivery Networks, gestatten, innerhalb ihrer Netze Speicher aufzustellen, die große Datenmengen schon mal vorhalten, die dadurch in diesen Internetzugangsnetzen häufig schnell an die Endkunden abgegeben werden können, diese Daten. Das ist ja erstmal eine freie Vereinbarung zwischen diesen Netzen. Würden aber Netzneutralitätsregeln nicht auch dazu führen, dass es eine Art von Gebot sogar geben müsste für Netzanbieter, jedermann, jedes andere Netz mit einem Cache in das eigene zu lassen? Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass Sie eine andere Frage stellen würden zu Content Delivery Networks, und ich glaube, mit der möchte ich anfangen, weil das nämlich ein ganz wichtiges Argument ist, das einem immer wieder entgegenschlägt, wenn man über Überholspuren im Internet spricht. Zusätzlich zu denen, oh, die Wagniskapitalgeber werden es richten, oder na, wir haben ja die generelle Qualitätssicherung im Internet, gibt es auch noch das Argument, das sagt, na Leute, ihr versteht ja überhaupt nicht, wie das Internet funktioniert. Heutzutage bezahlen noch die großen Firmen schon viel Geld, um durch Content Delivery Networks ihre Inhalte nah an den Kunden zu bringen. Und wenn die Inhalte dann erstmal nah am Kunde sind und dann nicht mehr so viel Platz, nicht mehr so eine lange Wegstrecke zurücklegen müssen, dann laden sie schneller, als wenn sie erst über das ganze Internet angetuckelt kommen müssen. Und dazu sagen Leute dann, naja, also wenn euch das keine Probleme verursacht, warum seid ihr dann so besorgt darüber, dass man jetzt hier für Bevorzugung im Netz bezahlen kann? Und die Telekom hat ja noch einen draufgelegt und gesagt, naja, das bedeutet erst recht, die Startups brauchen die Möglichkeit, für Bevorzugung auf der letzten Meile zu bezahlen, um sozusagen die Gleichberechtigung mit den großen amerikanischen Firmen und den CDNs wiederherzustellen. Und dazu muss man erstmal sagen, es gibt CDNs, die umsonst sind, und das bedeutet, kein Startup muss ohne CDN bleiben. Und insofern ist das sozusagen, beruht dieses Argument erstmal auf einer Fehleinschätzung. Und dann kommt natürlich dazu, die großen Firmen würden CDNs mit bezahlten Überholspuren kombinieren, und wenn man dann einfach nur eine Überholspur kauft, hat man auch nicht so viel gewonnen. Das bedeutet also erstmal dieses Argument, dass die Existenz von CDNs bedeutet, dass die Sorgen über die Überholspuren völlig unbegründet sind, das ist erstmal falsch. Jetzt ist Ihre Frage ja eine andere gewesen, nämlich die, sollten wir uns nicht auch Gedanken machen, dass, wenn CDNs so wichtig sind, dass dann jeder das Recht haben sollte, praktisch sein CDN möglichst nah reinzubringen. Also im Moment sehe ich in dem Bereich noch kein so großes Problem, weil es ja so ist, dass es einerseits die großen Firmen gibt, die ihre eigenen CDNs bauen, also Google oder Facebook oder jetzt auch Netflix, aber es gibt gleichzeitig einen sehr wettbewerbsintensiven Markt für CDNs, der von unabhängigen Dritten angeboten wird, wie Akamai oder Limelight, und das bedeutet, dass ich jetzt erstmal als normaler Anbieter eine Menge Optionen habe, zu kostengünstigen Preisen in CDN reinzukommen. Und insofern sehe ich da akut kein Problem, würde aber nicht ausschließen, dass es irgendwann vielleicht mal eins gibt, und dann sollten wir uns das gut angucken. Bis dahin legen wir in den USA sehr viel Wert darauf, das getrennt zu halten, und wir sagen also explizit, CDNs sind von den Netzneutralitätsregeln ausgeschlossen. Da sehen wir kein Problem, aber es gibt eben auch keinen Widerspruch dazwischen, CDNs zu erlauben und Überholspuren grundsätzlich zu verbieten. Es ist noch zeitlich Platz für eine letzte Frage. Bitte schön. Ja, Franz von Weizsäcker, ich habe eine Frage. Wie sieht die politische Landschaft aus? Wer ist dafür und wer ist dagegen für eine saubere Netzneutralität? Zum Beispiel DG Connect in Brüssel, BEREC, die Arbeitsebene, die Experten, die Zivilgesellschaft, die Internetfirmen. Wie kann man das einordnen? Ja, also das ist natürlich bei BEREC schwer zu sagen. Die EU-Kommission hat sich im Rahmen dieses Prozesses nicht durch besondere Netzneutralitätsfreundlichkeit ausgezeichnet. Und die Vorschläge, die die EU-Kommission ursprünglich vorgelegt hätte, die wären noch viel, viel schlimmer gewesen als die, die jetzt gekommen sind. Denn das Europaparlament waren sozusagen die Guten,
die haben wirklich im April 2014 ganz, ganz tolle Netzneutralitätsregeln erlassen, die wirklich eine gute Sicherung der Netzneutralität in Europa gewährleistet hätten. Aber die sind dann in den Verhandlungen mit dem Rat, eben wo die Mitgliedstaaten der EU mit drin sind, ziemlich verwässert worden und die konnten sich da letztlich nicht durchsetzen. Und das bedeutet sozusagen auf europäischer Ebene ist praktisch einerseits der Rat und die Kommission, das sind das Problem. Und das ist durchaus ein Problem jetzt mit BEREC, weil die einzigen, die mit diesem Prozess jetzt noch zu tun haben, sind die nationalen Mitgliedstaaten, jetzt in Form ihrer Regulierungsbehörden und andererseits diese Leitlinien müssen in enger Abstimmung mit der EU-Kommission erlassen werden. Das bedeutet, da ist wirklich Besorgnis angesagt. Von den Leuten, die sich in den Regulierungsbehörden mit Netzneutralität beschäftigen, gibt es durchaus eine ganze Menge, die das gut verstehen, das Thema, und auch versuchen zu tun, was möglich ist. Aber die haben halt zwei Probleme. Einerseits setzen sie sich nicht unbedingt innerhalb ihrer eigenen Behörde durch, oder die politische Lage im Land ist dann je nachdem so, dass das Land insgesamt sagt, Netzneutralität ist uns nicht so wichtig. In Deutschland gibt es da durchaus ein Problem. Also die deutsche Bundesregierung hat ja im Koalitionsvertrag stehen, dass Netzneutralität ganz wichtig ist und die hatte auch eine Verhandlungsposition veröffentlicht, die relativ nah an dem Vorschlag des Europaparlaments war. Es sah also sehr hoffnungsvoll aus. Das Problem war, dass man dann aus dem Rat gehört hat, dass hinter verschlossenen Türen die Bundesregierung nicht ihre eigene veröffentlichte Verhandlungsposition vertreten hat, sondern eher für die Verwässerung der Netzneutralität an der Verwässerung mitgewirkt hat oder sich demjenigen jedenfalls nicht entgegengestellt hat. Und ich sehe jetzt gerade in Deutschland durchaus das Problem, dass die Regierungsfraktionen das so ein bisschen jetzt auf die Netzagentur abschieben und sagen, ach, da müsst ihr euch alle keine Sorgen machen, hier gibt es nichts zu sehen, wir haben tolle Regeln und das werden die Regulierungsbehörden schon richten. Auf europäischer Ebene sah das ganz anders aus. Die deutschen Sozialdemokraten haben zum Großteil für die Änderungsanträge gestimmt, die diese Schlupflöcher alle geschlossen hätten. Also deshalb wundert es mich ein bisschen, dass jetzt auf deutscher Ebene die Sozialdemokraten jedenfalls im Bund das so alles mit wenig Begeisterung verfolgen. Im Moment ist es so, dass in Deutschland die Parteien, die massiv sich für eine gute Netzneutralität einsetzen, die Grünen und die Linke sind und zum Teil die AfD. In Bezug auf die Interessenvertretung, wir haben ja hier in Deutschland mit Netzpolitik und der digitalen Gesellschaft sehr kompetente Interessenvertretungen für die Nutzer, aber die können es halt einfach alleine nicht reißen. Und man muss auch sehen, dass die Politiker oft so sagen, naja, das sind die armen Irren, die Aktivisten, die muss man nicht so ernst nehmen. Und das macht es umso wichtiger, dass die normalen Leute praktisch Druck hinter die Forderungen bringen, dadurch, dass man sich halt selbst beteiligt oder Petitionen unterschreibt. Also es gibt ja nachher noch ein Panel darüber, was Leute machen können, die sich für Netzneutralität interessieren. Das Letzte, die Verbände der Internetwirtschaft sind, obwohl sie ja eigentlich auch die Internetunternehmen, die Anwender mit vertreten, zum großen Teil eher so, dass sie sagen, bezahlte Überholspuren als Spezialdienst ist ja kein Problem, Zero Rating ist ja kein Problem, Differenzierung zwischen Diensteklassen ist kein Problem. Sie verkaufen das immer als tollen Kompromiss, der allen Beteiligten gerecht wird. Die einzigen, die, sagen wir mal, von den Wirtschaftsverbänden hier noch kämpfen, sind im Moment die Start-up-Verbände. Aber die stehen halt auch ziemlich auf verlorenen Posten. Das bedeutet, da ist noch sehr viel Raum nach oben, um sich mit diesen Politikforderungen auch tatsächlich durchzusetzen. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit ist halt nochmal einen größeren Anlauf zu unternehmen, den Politikern und der Regulierungsbehörde klarzumachen, wie wichtig das alles ist. Das war ja schon das Schlusswort. Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben ja die BEREC-Konsultationen begleitet mit Ihrer Expertise.
Und mit Blick auf diese Erfahrungen, die Sie dort gemacht haben, es klang ja einiges durch, wenn Sie den Satz vielleicht fertig machen würden, ja, die Netzneutralität in Europa ist zu retten, wenn? Wenn wir alle uns zusammennehmen und massiv dafür einsetzen. Herzlichen Dank, Frau van Schewick, für Ihren Vortrag, Ihre Einsichten. Danke für die Aufmerksamkeit, das Zuhören. Wo ist Ihr nächstes Panel? Das ist Stage 2 um 18.30 Uhr mit Thomas Lohninger. Also, wenn das jemand vertiefen möchte, herzlich eingeladen dazu. Vielen Dank nochmal.